Hallo meine Lieben, ich habe heute einen Action-Haul für euch. Drei Einkäufe, zweimal war ich in Berlin-Alt-Marzahn und dann war ich heute auch einmal im anderen in Marzahn in der Wittenberger Straße, in dem kleineren Action und wollte da mal schauen. Ich zeige euch einfach mal, letztens habe ich jetzt ein paar Badesalze gekauft, jetzt habe ich noch ein paar andere gefunden, die gab es letzte Woche noch nicht und zwar jetzt hier von Liebe ist. Love is Sparkling, Badeperlen mit Zitrone. Dann Love is Just a Two of Us. Wassermelone. Es gab diese drei Farben und Sorten. Und Love is When It's Valentine's Day Every Day. Badeperlen mit Erdbeere. Finde ich ganz witzig, weil mein Freund schickt mir ganz oft und gerne diese Bildchen aus der Zeitung, diese Liebe ist Bildchen. Ja. Da muss ich dann immer dran denken und fand ich ganz cool. Ich hoffe, dass die auch gut riechen. Man riecht es jetzt durch die Packung nicht direkt. Da hat 1,99 Cent gekostet. Ich fand es halt auf jeden Fall aufgrund der Liebe ist Pärchen total süß. Es ist schon für den Adventskalender wieder, was ich sammle. Dann habe ich hier die drei fehlenden Sorten von diesen neuen Rhinestones bekommen. Einmal dieses, ja, im Hintergrund ist es grau, die Steine sind rosa und pink. Keine Ahnung, was das mit dem Hintergrund zu tun hat, aber das sind auf jeden Fall die drei fehlenden, dann haben wir hier so ein helleres Grün und ein dunkles Grün. Und hier dieses hellblau-dunkelblau Set. Da hatte ich ja letztens euch schon mal drei Sets gezeigt. Die kosten jeweils 69 Cent. Finde ich sehr schön. Habe ich jetzt alle Varianten zusammen, die es neu gab. Dann, ja, bin ich jetzt schon seit 2 Wochen hinter diesen Stanzen quasi her. Das war das Einzige, was jetzt in Alt-Marzahn gelegen hat. Ansonsten war das Fach immer leer. Die sind aber auch richtig sortiert. Also bei der sieht man es natürlich eher als bei den anderen. Man hat hier halt diesen Schriftzug dabei. Und dann die Rose so dreiteilig, dass man diese farbig machen kann. Ja, ich finde sie jetzt nicht schlecht. Ich hätte zwar gerne welche von den anderen, bis auf den Vogel. Das ist jetzt irgendwie nicht ganz so mein Fall. Die anderen finde ich ganz interessant. Mal schauen. 2,99 kostet da ein Set. Aber ich denke mal, dass man die auch, wenn man mal eine schnelle Gruß- oder Geburtstagskarte braucht oder so, gut verwenden kann. Diese hier. In dem kleinen in Marzahn sind sie eigentlich auch angekommen, aber das Fach war auch leer. So, dann gucken wir mal. Haben wir hier was vergessen? Nein, das war das. Mehr habe ich da gar nicht bekommen. Dann kommen wir zu dem. Als ich nochmal in Alt-Marzahn war, habe ich dann die Kekse nochmal mitgenommen. Die liebt mein Freund auch total. Ich gucke jetzt mal. Also vom Datum her kann ich die auf jeden Fall auch in Adventskalender machen. Bei den Süßwaren muss ich halt immer gucken, dass die lang genug haltbar sind, wenn das erst im Dezember bekommt und nicht direkt ist. 1,29 hebe ich schon für den Kalender auf. Dann hier diese Chark-Marke, hatte ich ja letztens das Neon-Set und habe sie schon ausprobiert. Schreiben wirklich mega, sind sehr fein und auch gar nicht kratzig oder so. Jetzt habe ich das Set noch mitgenommen, wo hier Rot, Pink, Peach, Blush und Weiß vor allem drin ist. Weil gerade Weiß ist natürlich cool auf dunklen Farben. Die kosten 99 Cent, sind echt gut. Kann ich empfehlen, wenn ihr auf dunklen Cardstock oder so schreiben wollt. Und dann habe ich noch mitgenommen, ja, gestern haben wir sie nicht gesehen. Keine Ahnung, ob wir falsch geschaut haben. Jedenfalls haben wir sie nicht gesehen. Jetzt gab es einzeln, ich glaube, für 29 oder 27 Cent. Und hier ein Fünferpack, 5x60 Milliliter für 99 Cent. Ja, meine Nichte liebt Seifenblasen, die kann da immer mal mit, wenn man draußen ist, rumpusten. Und ich habe jetzt mal eine neue Technik ausprobiert, die Tage mit ihr oder letztes Wochenende besser gesagt. Hier mit Seifenblasenflüssigkeit und den flüssigen Aquarellfarben von Action. Sieht man das? Es wirkt in der Kamera viel heller als es ist. Es ist eigentlich viel kräftiger. Aber man hat halt diese Blasenoptik drauf und das sieht halt total cool aus für Hintergründe. Und weil sie schon geschimpft hat, ich soll ihre Seifenblasen nicht leer machen, ja, habe ich jetzt mal hier ordentlich mitgenommen, damit ich ein bisschen rummatschen kann. Diese, wie gesagt, 99 Cent, kann man nichts falsch machen. Wenn ihr dann noch die günstigen flüssigen Aquarellfarben habt, könnt ihr loslegen. Dann, das Set hat mir jetzt noch gefehlt. Die anderen bekomme ich noch. Die hat mir die liebe Susanne besorgt. Die liegen noch bei ihr. Die schickt sie mir dann mit der nächsten Post mal zu. Aber dieses Set hatte sie nicht bekommen und in Alt-Marzahn war das irgendwie auch nicht mehr zu kriegen. Das ist hier dieses Täschchen, was man so umklappen kann mit diesen zusätzlichen Stanzenherzchen. Dann hat man hier diese Ösen, die man noch draufkleben kann. Schleife und Love. Finde ich ganz niedlich. Für so Kleinigkeiten oder an Geschenke dran. Das müsste jetzt, wenn ich mich nicht verguckt habe, 1,99 kosten. Das Set war halt das, was ich noch gerne hätte und mir gefehlt hatte. Dann habe ich mir
ganz uninteressant oder unspektakulär hier eine Zahnbürste mitgenommen. Extra soft von Oral-B. Soll ganz schmaler Bürstenkopf sein. Ich will die einfach mal ausprobieren. Ich brauche mal was ganz Weiches, weil ich so ein empfindliches Zahnfleisch habe. Die war jetzt, ich glaube, 99 Cent. Und da habe ich gedacht, ich probiere die einfach mal aus, wie die so ist. Kann nicht schaden. Eine Weiche ist es. Und ja, Oral-B ist auch nicht verkehrt. Wo steht sie denn jetzt wieder? Hier steht so viel drauf. Obwohl der wesentlich übersichtlicher ist, muss ich sagen, als hier in Altmazan. Die schreiben das nämlich so mini klein. Ja, da ist das schon viel besser. Aber wenn jetzt wieder ein bisschen was draufsteht, dann findet man es auch nicht so schnell. Jetzt muss ich mal gucken. Oral-B Zahnbürste Pro Gum Ultrasyn 99 Cent. Genau, ja. Also ich probiere sie einfach mal aus, wie sie ist. Dann habe ich mich gefreut, da war ich nämlich auch schon auf der Suche, die gibt es jetzt ganz neu, die neuen Stencil-Sets, und zwar sind die diesmal weiß, nicht schwarz, es sind Vierer-Sets, ich zeige euch mal hinten, was drin ist. Ja, das ist jetzt durch das Unterbrochene hier nicht so, kann man vielleicht den Rand nutzen, aber die anderen drei finde ich ganz cool, sowas ähnliches habe ich auch sogar schon, von so Marken-Stencils, glaube ich, aber fand ich trotzdem für den Preis super. Da kostet ein Set, wo stehen sie? 59 Cent mit vier Stück. Ja, kann man nicht meckern. Sind natürlich nicht ganz so stabil und man muss hier noch die kleinen Teilchen rausfriemeln. Es gibt 6 Sets. Hier oben steht drauf, das ist Set 4. Erkennt man kaum, sieht fast aus wie eine 1. Set 4 habe ich mir geholt, dieses. Dann Set 6. Das gab es leider nur noch einmal. Ich habe die nämlich für die liebe Susanne mitgebracht. Das ist hier das mit diesen Blättern und so weiter. Und hier mit den Bäumen. Finde ich ganz cool. Mal gucken, wie sich das macht. Wie das dann aussieht. Set 6, wie gesagt. Set 4 und Set 5. Zeige ich euch hier. Da seht ihr, was drin ist. Die sind auch richtig cool mit den Motiven. Kann man auch super verwenden. Und die Z5 und Z4 habe ich nochmal bekommen. Das eine mit den Blättern, das sechste jetzt, das gab es nicht nochmal. Dann gibt es noch eins mit Elefant, Wolf, Wal und so, also mit so Tiersilhouetten. Eins mit, ja, so Wimpel, Banner und so. Das ist mehr so planermäßig, würde ich sagen. Also für Kartenhintergründe kann ich das nicht brauchen. Und eins mit verschiedensten Buchstaben. War jetzt auch nicht so meins. Also ich wollte nur diese drei haben. 59 Cent, wie gesagt, habe ich mich gefreut. Die gab es im Kleinen in Mazan. Altmazan hatte die noch gar nicht. So, dann, was habe ich noch mitgenommen? Das für meine Nichte. Sie steht, warum auch immer, total auf dieses LOL Surprise Kram. Ich finde die ja, Entschuldigung, potthässlich. Also ich finde die furchtbar. Diese, nein, keine Ahnung, also mit diesen großen Augen. Und also ich finde es einfach nicht schön. Ab 3, das sollen 25 Seiten sein. Das ist so ein, wie so ein Buch. Da hat man Motive von diesen Puppen, wo man was abziehen kann, einen Klebestreifen und dann halt Glitzer drüber streuen kann. Zwei Farben sieht man hier. Zwei Farben sind wohl da noch drin als Überraschung. Ja, ich bin gespannt. Das kann sie natürlich nur mit mir zusammen machen, damit sie mir den Glitzer nicht überall verteilt. Aber ich denke, darüber wird sie sich freuen, weil sie jetzt am Wochenende öfter mal hier ist, jetzt wo sie in die Schule geht. Und dann können wir da mal mit rummachen und dann hat sie mal was von ihren komischen LOL-Surprise-Figuren. War auch nicht ganz so günstig. In der Kinderbastelabteilung 2,49 €. Es gab auf jeden Fall noch eine andere Variante. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich habe die genommen. Ich wollte erst eine Leinwand mit einem Einhorn malen nach Zahlen drauf. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, sie hätte sich definitiv dafür entschieden, wegen LOL. Dann gibt es momentan im Angebot diese Ringordner. Ich brauche momentan immer die mit 4 Ringen drin, weil ich die für meine Pocket Letter oder ATC Sammelhüllen nutze. Die haben halt 4 solche Dinger zum Abheften. Das hält einfach besser, dass die nicht hin und her rutschen im Ordner. Und den fand ich super schön mit dem Glitzerdruck und so tropische Blüten und innen auch so bedruckt. 99 Cent jetzt im Angebot. Es gibt auch welche mit 2 Ringen. Ich habe extra drauf geachtet mit 4 Ringen. Deswegen musste der mit. Ich habe nämlich schon ordnerweise ATCs und brauchte mal wieder was. So, dann ganz cool, habe ich mal geguckt. Ich esse von, was ist das? Ist das, ich weiß gar nicht, wie die Marke jetzt heißt, Funny Frisch oder wie auch immer. Es gibt ja von so Marken Chips auch Linsen- und Kichererbsen-Chips und habe jetzt hier gesehen, es gibt bei Action Linsen-Chips mit Käsegeschmack. Ich probiere es einfach mal, wie es schmeckt. An sich Linsen-Chips finde ich nicht schlecht, schmeckt mir. Und ja, ich dachte, ich nehme die einfach mal mit und probiere das Ganze hier mal aus, wie die Dinger schmecken. Es gab noch, was war das andere? Quinoa. Aber Quinoa weiß ich nicht, wie es schmeckt. Das habe ich erstmal gelassen. Ich probiere erstmal die. Waren 99
Cent, genau, Quinoa mit Sweet Chili oder so gab es noch. Ach, hier ist noch was aus der Bastelabteilung. Die habe ich irgendwie immer gesucht, schon seit längerem. Und in Altmarzahn nie gefunden, keine Ahnung, vielleicht gab es die einfach nicht mehr. Ich habe jetzt zwei Sets gefunden. Ich glaube, es gab aber mal noch mehr. Es gab von den Farben her aber nur diese Sortierungen. 10 Stück sind drin. Finde ich ganz hübsch, wenn man mal eine Box bastelt, so als Dekoration. Green, Pink, Peach, Yellow, keine Ahnung, vielleicht gab es noch mehr, aber da habe ich erstmal ein paar Blümchen. Die haben jetzt gekostet, wo habe ich es stehen, Bastelblumen, 79 Cent. Dann habe ich hier so einen Soft Nougat mitgenommen, Orange, Schokolade. Ich werde es mal probieren. Ist total weich und soft, mal gucken. Ich esse ja sowas gerne, so die türkische Nougat oder wie auch immer man den nennen mag. Ja, Soft Nougat mit Orange und Schokolade. Es gab mit Pistazien, mit anderen Nüssen, verschiedenste. Und ich stehe aber total auf die Kombination von Schoko und Orange. Daher durfte dieser Riegel mal zum Probieren mit. Ich glaube, der war auch 99 Cent. Soft Nougat Deluxe, 3 Sorten, genau. 99 Cent. Ja, einfach mal zum Testen für mich. Dann, meine Nichte ist ein großer Liebhaber von Gummibärchen. Alles, was so Gummitierchen angeht oder fast alles. Ja, und Goldbeeren gehen immer. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das hier für eine Sprache ist. Das ist das Französisch? Keine Ahnung. Nee, Niederländisch, so wie es aussieht. Ist ja egal. Es sind trotzdem Goldbeeren. Und da sie letztens die letzte Tüte, was ich hier hatte, aufgefuttert hat, übers Wochenende verteilt mit uns, habe ich jetzt mal eine neue Tüte mitgenommen. Ich glaube, die waren, jetzt müsste ich lügen, Haribo-Goldbeeren, 86 Cent. Ja, ich glaube, ist völlig okay. Woanders kriegt man die nur günstiger, wenn sie im Angebot sind. Dann auch noch für den Adventskalender für meinen Freund. Schoko-Orange liebt er auch total. Diese Reisriegel hier sind einzeln eingepackt. Ich muss mal gucken, wie ich das dann aufteile. Sind auch länger haltbar. Also kann ich die auf jeden Fall schon mal für den Kalender verwenden. Die hatten wir auch schon ein paar Mal. Die schmecken auf jeden Fall sehr lecker. Da ist so ein Orangenaroma dann in der Schokolade mit drin. Jetzt finde ich es natürlich gerade wieder nicht, aber ich bin der Meinung, das Set kostet auch immer 99 Cent mit den Dingern. Das gibt es noch mit Kokos und verschiedenen anderen Sorten. Reis, ja, Reisdinger, 5 Riegel, 99 Cent, die haben wir sie. Dann auch noch für den Kalender hier Kinderschokolade, da gibt es immer mal süße neue Motive. Ich drück dich, fand die ganz niedlich mit den Herzen und dem Bärchen hier drauf. 4 Riegelchen sind drin. Ist was Kleines, was man gut in den Kalender packen kann für 57 Cent. Dann habe ich hier mal geschaut. Die gibt es nämlich in der ganz großen Größe selten. Diese Travel- oder Flight-Socks, also solche, ja, fast wie Kompressionsstrümpfe. Ist eigentlich hauptsächlich zum Reisen gedacht. Aber mein Vater muss mittlerweile immer so wie Kompressionsstrümpfe tragen. Und er hatte schon teure gehabt für um die 20 Euro, die nicht so gut saßen wie die, meinte er. Mit der Zeit, wenn er sie täglich tragen muss, leiern die Dinger irgendwann aus nach dem Waschen. Und meine Mutter hat schon geschaut und irgendwie nie die große Größe bekommen. Jetzt habe ich 3 davon gefunden und auch mitgenommen für je 1,89. Kann man nichts sagen und er findet die super, weil sie halt bequem sitzen. Dann habe ich mir mal einen kleinen Holzstempel mitgenommen. Fand ich süß wegen dem süßen kleinen Briefumschlag. Wenn man Post versendet, kann man das mal noch auf dem Umschlag oder so mit draufstempeln. Die kosten 49 Cent. Es gab einige von diesen runden und dann gab es auch so rechteckige mit einem Bonbon, einer kleinen Girlande und solchen Motiven. Sind, glaube ich, auch neue Motive. Müsste einfach mal schauen. 49 Cent. Ich fand jetzt das einfach für die Post so ganz niedlich. Dann ist in Altmarzahn auch schon raus, bis auf Silber. Diese Folienflakes gab es wohl noch in Roségold, aber jetzt in beiden nicht mehr. Und ich habe es jetzt in Gold gefunden. Ich dachte, für Weihnachten benutze ich dann am ehesten Gold für Weihnachtsprojekte. Das kann man wohl ganz super nehmen auf einem Klebestreifen und dann so draufdrücken, dass man Goldakzente setzt. Ich probiere es einfach mal aus. Ich wollte mir jetzt nichts Teures holen von Ranger oder weiß ich, wie das heißt da. Und nachher gefällt es mir nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme das mal mit zum Ausprobieren. War froh, dass es da noch Gold gab. 2 Gramm, also das Zeug wiegt wirklich gar nichts. Aber ich finde es ganz witzig, mal zum Austesten. Wo stehen die Dinger dann wieder? 94 Cent, Gold, Silber und Rosé. Ja, Rosé gab es leider nicht mehr, hätte mir auch gefallen. Aber für Weihnachten ist das gut. Und dann, ja, warum auch immer, seit Monaten gibt es in Altmarzahn keins von diesen transparenten Paketklebebändern mehr. Nur noch mit so einem blöden Abroller. Und ich will nicht jedes Mal einen Abroller kaufen, wenn ich eine Rolle brauche. Komischerweise hier der Kleine in Marzahn hatte die für 88 Cent. Und ich habe gestern schon für 1,11 oder so im McGuides mitgenommen, weil ich dachte, Action hat die nicht mehr. Naja, egal.
Das frisst kein Brot, das braucht man immer. Und zu guter Letzt noch ein Müsli. Ich weiß gar nicht, ob es das in Altmarzahn schon gab. Habe ich nicht so drauf geachtet. Fiel mir halt ins Auge. Es gab drei verschiedene Sorten. Das ist so ein Granola, also so geröstetes Müsli. Ja, laktosefrei, gut. 300 Gramm sind drin. Es soll weniger Zucker haben als übliches Müsli. Das ist jetzt mit Schokolade und Banane. Es sind aber auch, wie man hier sieht, Rosinen drin. Das soll mein Freund aber noch bekommen. Der steht momentan total auf Müsli und macht sich da auch immer selber so eine Mischung zusammen. Und Schokolade geht immer, Rosinen liebt er auch. Und daher dachte ich, ich nehme es einfach mal und wir probieren es mal aus, wie es dann schmeckt. Dann kann man immer noch von den anderen Sorten probieren. Das hat jetzt die Tüte 1,49 Euro gekostet. Wenn das schmeckt, ich werde es auch mal probieren, so als Topping auf einen Joghurt oder so drauf. Dann kann man das auch mal holen. Genau, drei Geschmäcker gibt es, 300 Gramm, 1,49 Euro. So, ihr Lieben, ihr seht, es ist wieder bunt gemischt von allem und für jeden was dabei. Ich werde mich natürlich melden, wenn ich von den Stanzen was bekommen habe oder meine liebe Susanne was für mich ergattern konnte. Wir schauen ja da immer gern gegenseitig, ob wir das bekommen. Und dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und euch zeigen, was ich gekauft habe oder gekauft bekommen habe, wie auch immer. Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!